herzlich willkommen bei Vedic Stars. Ich möchte euch heute erzählen, was die Sonnenfinsternis am 25. Oktober für euer Horoskop bedeuten kann. Die Sonnenfinsternis ist immer ein Zeichen für einen Wendepunkt und einen Neubeginn im Leben. Das kann entweder innerlich erfolgen, wir bekommen also einen anderen Blick auf verschiedene Dinge, oder im Außen passiert etwas, das einen Neubeginn erzwingt. Oft haben wir in dieser Zeit das Gefühl, dass wir von irgendetwas nicht mehr zurück können. Es kann auch sein, dass wir uns erstmal verwirrt fühlen in dieser Zeit, nicht wissen, in welche Richtung wir gehen sollen. Wir tappen sozusagen im Dunkeln, wie es weitergehen sollte. Und es ist wichtig, dass man in dieser Zeit auf seine Intuition hört, auf Eingebungen, die man hat, dass man wenig initiiert, viel in sich hineinspürt und dann wird der Weg auch klarer. Und wenn der Mond wieder weiterzieht und das Licht von der Sonne sozusagen freigibt, dann wissen wir, auf welchen Weg wir in einer Angelegenheit gehen sollen. Wir spüren den Einfluss von einer Sonnenfinsternis insbesondere dann, wenn ein Planet in der Nähe dieser Sonnenfinsternis steht, in unserem Geburtshoroskop. Und dieses Mal findet die Sonnenfinsternis bei 7 Grad 49 Minuten im Zeichen Waage statt, im Nakshatra Swati. Und wenn man dort in der Nähe Planeten stehen hat, dann wird man sehr stark von diesem Neubeginn, von diesem Wandlungsprozess beeinflusst. Und das betrifft dann das Thema, was der Planet repräsentiert. Nah an der Sonnenfinsternis bedeutet so in einem Umkreis von 3 Grad, also 3 Grad davor oder 3 Grad dahinter. Das ist so der Abstand, wo die Sonnenfinsternis sozusagen noch voll den Planeten erwischt und die Energie beeinflusst. Schauen wir uns das also für die einzelnen Planeten an, welcher Wandlungsprozess damit gemeint sein könnte. Wenn eure Sonne nahe an dieser Gradzahl steht, dann betrifft das Veränderungen in eurer Identität, in eurer Persönlichkeit, der Karriere oder mit eurem Vater. Wenn der Mond dort in der Nähe steht, dann betrifft das Veränderungen in euren Gefühlen oder mit der Mutter oder in eurem Geist, wie ihr Dinge aufnehmt vom Außen und verarbeitet. Wenn der Mars in der Nähe steht, dann betrifft das Veränderungen und Neubeginne mit Geschwistern, mit Immobilien oder eurem eigenen Willen, was ihr wollt. Wenn Merkur in der Nähe steht, dann ist eure Kommunikation betroffen. Hier kann es einen Wendepunkt geben, Austausch und Handel oder auch kürzere Reisen. Wenn Venus in der Nähe steht, dann betrifft das das Thema Liebe und Beziehungen oder persönliche Geldgeschäfte, Geldangelegenheiten. Wenn Jupiter in der Nähe steht, betrifft es Veränderungen im Geld allgemein oder mit Lehrern oder irgendetwas, was mit Bildung zu tun hat. Wenn Saturn in der Nähe steht, dann betrifft es Veränderungen auf der Arbeit, die Struktur in unserem Leben oder irgendwelche anderen Verpflichtungen, wo es einen Wendepunkt geben wird. Darüber hinaus kann man auch noch gucken, in welchem Haus findet die Sonnenfinsternis statt. Ihr könnt entweder das Haus nehmen, wenn ihr vom Aszendenten aus zählt, oder ihr macht das Haus, in dem der Mond steht, zum ersten Haus und schaut dann, welches Haus vom Mond aus besetzt die Waage und dort findet dann die Sonnenfinsternis statt. Für den Widder findet die Sonnenfinsternis im 7. Haus statt. Das heißt, irgendetwas über euren Partner oder eine Beziehung wird sichtbar, was bislang im Dunkeln lag, verborgen war. Du kannst auch eventuell eine alte Liebe wieder treffen und mit ihr eine Beziehung starten, einen Neubeginn. Generell sollte man offen für Veränderungen in der Liebe sein. Es wird auf jeden Fall jetzt sichtbar, was sich hier ändern muss. Genauso kann die Sonnenfinsternis Verträge bei euch beeinflussen, die man in der Vergangenheit abgeschlossen hat. Und hier können Dinge ans Tageslicht kommen, die man bislang vielleicht übersehen hat. Beim Aszendenten Stier findet die Sonnenfinsternis im 6. Haus statt. Das heißt, das Thema Gesundheit und der Arbeitsplatz sind betroffen. Hier kann irgendetwas Verborgenes sichtbar werden.
Wenn ihr denkt oder spürt, ihr müsst zum Arzt gehen, dann gebt dieser Intuition nach. Macht das, lasst irgendwas prüfen, wo ihr meint, hier ist irgendetwas nicht in Ordnung, nicht im Reinen. Auf der Arbeit kann die Sonnenfinsternis insbesondere die Zusammenarbeit mit Kollegen beeinflussen. Hier könnte es Wendepunkte oder auch Probleme geben. Die Sonnenfinsternis kann bei euch auch Haustiere betreffen, wenn ihr welche habt oder euch welche anschaffen wollt. Das kann in der Zeit passieren. Aber es sind auch Abschiede oder neue Geburten möglich, falls ihr gerade ein Haustier habt, was Babys bekommt. Für den Aszendenten Zwilling findet die Sonnenfinsternis im fünften Haus statt. Das heißt, das Thema Kinder und Kreativität sind betroffen. Es kann das Verhältnis zu den Kindern gemeint sein oder die Kinder selbst. Hier können Dinge aus der Vergangenheit nochmal hochkommen, die irgendwie bereinigt werden müssen. Wer schwanger werden will, der hat in den 6 Monaten nach dem 25. Oktober hier beste Chancen. Also es ist eine gute Zeit, um Nachwuchs zu zeugen. Und im Bereich Kreativität kann es sein, dass irgendwelche Ideen, die man in der Vergangenheit mal hatte, wieder auftauchen, einem ins Bewusstsein kommen und jetzt manifestiert werden können. Das heißt, es kann etwas Kreatives daraus entstehen. Ein Bild, ein Theaterstück, ein Lied, alles, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat. Für den Aszendenten Krebs findet die Sonnenfinsternis im 4. Haus statt. Das Verhältnis zu eurer Mutter kann davon beeinträchtigt werden. Es kann sein, dass es hier zu einem Wendepunkt, einem Neubeginn kommt. Es kann auch sein, dass sie jetzt mehr Hilfe und Fürsorge benötigt als zuvor. Es ist eine gute Zeit, um euer Haus oder die Wohnung zu verändern, zu renovieren oder auch um umzuziehen und einen Neubeginn zu starten. Für den Aszendenten Löwe befindet sich die Sonnenfinsternis im 3. Haus. Es ist eine gute Zeit, um einen Neuanfang mit Geschwistern zu starten, wenn es hier irgendwie Probleme gab. Vielleicht können sie auch euren Rat gerade gut gebrauchen. Man hat jetzt oft das Interesse, neue Dinge lernen zu wollen oder eine Ausbildung irgendwie zu verändern, hier einen Wendepunkt einzuschlagen. Eventuell stehen in den nächsten 6 Monaten kürzere Reisen bevor, die ihr gar nicht geplant hattet. Für den Aszendenten Jungfrau findet die Sonnenfinsternis im 2. Haus statt. Davon sind besonders Finanzgeschäfte betroffen und das ist keine gute Zeit, um Geldanlagen zu tätigen oder hier sonderlich aktiv zu werden, neue Dinge auszuprobieren. Eventuell können Dinge bezüglich Finanzgeschäften ans Tageslicht kommen, die mit der Vergangenheit zu tun haben und die verdeckt werden sollten, dass man hier irgendetwas erkennt. Grundsätzlich vorsichtig mit Finanzen sein. Auch die Familie kann betroffen sein. Hier kann es zu Problemen mit Werten oder Traditionen der Familie kommen. Eventuell sagt man in dieser Zeit auch Dinge, die man hinterher bereut. Da etwas vorsichtig sein. Für den Aszendenten Waage findet die Sonnenfinsternis im 1. Haus statt. Das heißt, die Wendepunkte und der Neubeginn, der durch die Sonnenfinsternis angekündigt wird, betrifft dein ganzes Leben. Du kannst deine Einstellungen ändern, deine Gesundheit kann eventuell betroffen sein, also du solltest darauf achten, wenn du dich vielleicht nicht ganz fit fühlst, dass du dir Erholung gönnst. Es kann auch sein, dass du denkst, alles läuft in deinem Leben gerade verkehrt, du musst eine ganz andere Richtung einschlagen, weißt aber noch nicht, wohin du gehen sollst. Auch hier der Ratschlag, höre auf deine Intuition, sie sagt dir, was verändert werden muss. Für den Aszendenten Skorpion findet die Sonnenfinsternis im 12. Haus statt. Probleme aus der Vergangenheit können nochmal auftauchen. Du hast jetzt die Chance, hier neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Situation zu bereinigen, so dass ein Neuanfang möglich wird. Durch Träume können neue Einsichten kommen. Insgesamt ist es eine gute Zeit, um sich spirituell weiterzuentwickeln. Für den Aszendenten Schütze findet die Sonnenfinsternis im 11. Haus statt. Wünsche aus der Vergangenheit können jetzt nochmal besonders stark werden. Höre darauf, sie sagen dir, was dir persönlich wirklich wichtig ist. Du kannst auch alte Freunde wieder treffen. Wenn du ältere Geschwister hast, schenke ihnen Aufmerksamkeit, sie könnten eventuell Probleme haben.
für den Aszendenten Steinbock. Die Sonnenfinsternis findet in deinem 10. Haus statt. In der Karriere oder mit deinen Vorgesetzten können Dinge aus der Vergangenheit auftauchen, die bereinigt werden müssen, die jetzt aus dem Schatten hervortreten. Hier steht auf jeden Fall ein Neuanfang bevor. Das kann auch einen Jobwechsel bedeuten oder eine andere Position oder ein anderes Aufgabengebiet in deiner Firma. Du könntest in dieser Zeit auch Probleme mit deinem Status, mit deinem Ansehen haben. Für den Aszendenten Wassermann findet die Sonnenfinsternis im 9. Haus statt. Dies ist das Haus des Vaters. Er könnte jetzt deine Hilfe oder deinen Rat gebrauchen. Sei hier auf jeden Fall aufmerksam. Es kann auch sein, dass sich in den nächsten 6 Monaten irgendetwas in deinen Überzeugungen, in deinem Glauben ändert. Entweder realisierst du, was hier in der Vergangenheit falsch gelaufen ist oder dass du an etwas Falsches geglaubt hast oder von außen kommt etwas auf dich zu, das dir genau zeigt, hier lagst du falsch. Für den Aszendenten Fische findet die Sonnenfinsternis in deinem 8. Haus statt. Es können Skandale oder Geheimnisse aus der Vergangenheit auftauchen oder aufgedeckt werden. Diese können große Veränderungen in deinem Leben bewirken und auf den ersten Blick auch erstmal schockierend sein. Eventuell kommt auch etwas Unbekanntes in der Familie deines Partners ans Tageslicht. Das kann auch die Finanzgeschäfte deines Partners betreffen. Das war meine kleine Analyse über die Sonnenfinsternis und was sie bei euch im Horoskop bewirken kann. Wenn ihr wissen wollt, welche Planeten bei euch in der Waage stehen oder welchen Aszendenten ihr habt oder wo euer Mond im Horoskop steht, geht auf meine Homepage. Dort gibt es einen kostenlosen Horoskoprechner www.vedic-stars.de. Die Gradzahlen stehen dort leider nicht bei den Planeten bei. Ich biete aber für die nächste Woche an, dass man sich die bei mir zum halben Preis als sonst bestellen kann. Einfach unter Beratung gehen und sich dort sein individuelles Horoskop bestellen. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.